So, meine lieben Butterblümchen, wir machen jetzt hier ein kleines Abendorakel zu allgemeinen Themen und wir gucken mal, was zeigt sich heute? Na, also Legung ans Kollektiv, das heißt, jeder muss für sich da schauen, ja, inwieweit er sich da rein oder sie sich reinfühlen kann. Und ja, oder einfach, vielleicht ist es auch etwas, was dir so den letzten Kick gibt, die ein und den ein oder anderen Impuls, irgendwas zu verändern oder noch mal anders zu sehen, aus einer anderen Sichtweise. Jeder holt da so für sich das raus, was er für sich individuell möchte. Ne? Also ist nichts Festgeschriebenes hier. Und ja, eine persönliche Legung bekommst du, die Infos dazu hier unten in der Videobeschreibung. Kannst du dir ja dann mal anschauen, also Homepage, Nummer und so weiter. Ja, und jetzt muss ich überlegen, habe ich noch irgendwas vergessen? Nee. Außer, dass ich mich natürlich, wie immer, über ein Däumchen nach oben freuen würde. Ne? Also, jetzt lassen wir aber erstmal hier die Karten springen und gucken, was für einen kleinen Impuls, kleine Botschaft, whatever, sich hier für dich, für die kommende Woche so, für die kommende Zeit zeigt. So, dann schauen wir mal. Fangen wir damit an. Fangen wir mit dem Schlüssel an. Und dann gucken wir uns das gleich weiter. Da klebt was. Die kleben zu, die haben aneinander geklebt. So. Wie geht's hier weiter? Okay, die Sicherheit ist bei dir im Moment. Es geht um, das hatten wir auch schon mal, fällt mir gerade ein hier. Thema Sicherheit, Sachen in, ja, in trockene Tücher bringen, also unter Dach und Fach, ne? Klar, hier auch die Blockaden, die wären sozusagen, die waren, also es ist bei dir irgendwas gewesen, wo es nicht voranging, ne? Und wo du gerne ein sicheres Gefühl gehabt hättest oder eine gewisse Sicherheit gehabt hättest. Das ging aber in der letzten Zeit scheinbar nicht so richtig voran. Hier sollen jetzt die Hindernisse endlich fallen, die Hindernisse sollen endlich beiseite geräumt oder werden hier beiseite geräumt und dann geht es auch voran mit dem Reiter, ne? Dann geht es voran und was haben wir hier für dich? Oh, mit der Sonne, also eine ganz wichtige Entwicklung für dich selber ist das hier, ne? Was auch immer du da für ein Thema hast, vielleicht zeigt es sich noch, ansonsten lassen wir das allgemeiner, da hat jeder sein eigenes, vielleicht willst du umziehen, vielleicht geht es um einen Job. Vielleicht geht es auch noch mal im Allgemeinen irgendwie was zu verändern. Oh ja, und hier wirst du wieder einen Vertrag unterschreiben, einen Vertrag eingehen, eine verbindliche Zusage bekommen. Also da wird was sicher und safe bei dir, was auch immer du so geplant hast für dich oder vorhast. Da wird die Sache wird safe und sicher. Auf den Ring lege ich jetzt hier noch mal ein paar Klärungskarten. Okay. Und da war ein bisschen Aufregung. Genau um diese Vertraglichkeit, Verbindlichkeit gab es so ein bisschen Aufregung. Ne? Da hattest du auch Ängste hier. Guck mal, das waren die Blockaden. Da hattest du Ängste, dieses einzugehen, das Ganze klar und offen zu machen hier. So, ne? An die große Glocke hängen. Und da warst du sehr unsicher. Da hast du große Zweifel gehabt. Vielleicht geht es auch mit einer, hast du da was mit einer Frau zusammen geplant oder hat eine Frau was mit zu tun? Ne, ansonsten sind es immer so Sachen, die ein bisschen komplizierter, verstrickter, verzwickter, wie auch immer sind, ne? Und ja, das hier, wir haben hier in der Mitte hier die Sonne liegen. Also das, die Zeiten sind jetzt vorbei, die Zeiten der Zweifel und so weiter, sondern das wird jetzt dingfest gemacht. Hier liegt noch jemand, der dir sehr ja, gut gesonnen ist, zur Seite steht, mit dem Hund ist das ein sehr loyaler Mensch. Ich will damit nicht sagen, dass der fehlerfrei ist, aber da kannst du dich drauf verlassen, da brauchst du kein Misstrauen zu haben. Also da ist jemand, der dir wirklich sehr nahe steht und gut gesonnen ist, ne? Also diesbezüglich auf keinen Fall Ängste haben.
Und jetzt, ui, da haben wir zwei. Übrigens, habe ich schon gesagt mit dem Däumchen da oben, ne? Okay, dann sage ich es nicht nochmal. So, im Anfängergeist sind alle Perspektiven und Möglichkeiten enthalten. Sei natürlich spontan, bewusst, offen, wertfrei, ruhig und gelassen. Lasse dich immer wieder von Neuen begeistern, inspirieren und überraschen. Ja, machen wir gleich mit der nächsten weiter. Ordnung ist ein natürliches Lebensprinzip, das der Mensch anstrebt, um im Einklang mit sich, der Natur und dem Universum zu leben. Wir wollen alle Dinge verstehen, wir wollen Dingen eine gewisse Ordnung geben, um sie zu verstehen, ne? Halte in deinem Inneren und in deinem Äußeren Ordnung. Befreie dich von Ballast. Also hier, Vergangenes, lass das los, befreie dich davon. Ey, du schaffst es, starte da nochmal ganz durch. Ey, die Karten, also die Sterne stehen wirklich günstig da für dich. Auch finanziell übrigens sieht es gut aus jetzt in der kommenden Zeit, ne? Ich will dir damit jetzt nicht einen Lottogewinn prophezeien, aber auf jeden Fall sieht es finanziell ganz gut aus. Das wächst halt. Also vielleicht hängt das aber auch miteinander zusammen. Absolut brauchst du keine Ängste haben, auch wenn es jetzt echt schwierig war. Das sieht man ja hier, ne? Du hast da vielleicht zu mancher Zeit auch gedacht, du verlierst den Boden unter den Füßen oder hast kein sicheres Gefühl unter den Füßen, ne? So Sinnbild im übertragenen Sinne. Aber das ändert sich jetzt wirklich und tatsächlich, ne? Ich drück dir auf jeden Fall, egal was du da geplant hast für dich, ich drück dir ganz fest die Däumchen. Und wir sehen uns morgen wieder, hoffe ich. Abonnier doch gerne meinen Kanal, sonst verpasst du nachher die ganzen tollen Videos, die ich hier online stelle, Mensch. Und das wäre doch gar nicht so schön, oder? Also, ne, dann hoffe ich, wir sehen uns morgen. Und dann sage ich mal, bis denne. Tschüss.